bin Petra und heute ziehen wir die Waffen. Auf in den Kampf! Nachdem eure Gilde von Banditen in der Räuberklamm vollkommen ausgeraubt wurde, schleppt ihr euch, so gut es geht, in den nächsten Ort Wohlingen. Ihr seid froh, dass ihr mit eurem Leben davon gekommen seid. Als ihr die Taverne betretet, könnt ihr euren Augen kaum trauen. Ihr seht einen der Banditen sich hochfeiernd am Tresen betrinken. Euer Barbar kann sich nicht mehr halten. Er ist so erzürnt, dass er statt seiner Keule einen Stuhl greift, den er dem Banditen über die Rübe ziehen will. Doch halt, stopp. Was ist das denn für eine Waffe? Und ist das wirklich die beste Waffe? Augen auf bei der Waffenwahl. Da gibt es nämlich einige mit gewissen Unterschieden. Fangen wir erst einmal mit den normalen Waffen an, bevor wir auf die improvisierte Sache mit dem Stuhlbein eingehen. Echte Waffen lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Simple Weapons, also einfache Waffen, und Martial Weapons, also Kampf- oder Kriegswaffen. Von Grund auf können die meisten Charaktere, ob menschlicher Bauer oder mürrischer Ork, einfache Waffen benutzen. Darunter zählen Waffen wie die Keule, der Dolch, die Großkeule, die Handaxt, leichte Hammer, Speere, Armbrust, Darts oder Kurzbögen. Man braucht generell nicht viel Vorwissen oder Hintergründe, um diese Waffen benutzen zu können. Cool, ne? Also einfach mal greifen und drauf da! Die zweite Kategorie sind die Kriegswaffen. Dazu zählen zum Beispiel Waffen wie die Streitaxt, der Langbogen, Langschwerter, der Morgenstern, Kriegshammer und die Handarmbrust. Willst du mit diesen fortgeschrittenen Waffen effektiv herumhantieren, musst du allerdings auch Proficiency haben, also geübt darin sein, diese zu benutzen. Wie werde ich proficient in Martial Weapons? Naja, es gibt da verschiedene Dinge, durch die du das erreichen kannst. Wie zum Beispiel das Volk, deine Talente oder Feats und vor allem die Klasse, die du für deinen Charakter auswählst. Und dann kannst du auf jeden Angriff mit dieser Waffe deinen Proficiency-Bonus hinzurechnen. Dann geht's richtig ab. Wichtig bei der Waffenwahl ist auch, ob ihr aus sicherer Distanz mit einer Fernwaffe, wie zum Beispiel einen Ranger, mit seinem Bogen oder ganz nah von Angesicht zu Angesicht mit einer Nahkampfwaffe wie unser Barbar kämpfen wollt. Also, Augen auf bei der Waffenwahl. Normalerweise basieren Nahkampfwaffen auf deiner Stärke und Fernkampfwaffen auf deiner Geschicklichkeit. Und natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Je nachdem wird auf deinen Angriff und Schaden deiner Waffe dann dein Stärke- oder Geschicklichkeitsmodifier hinzugerechnet. Willst du die Qual der Wahl haben und selbst bestimmen, ob du vielleicht doch eher ein geschickter Nahkämpfer sein willst? Dann wähle eine Finesse-Waffe. Für diese Waffe kannst du dann selber zwischen Stärke und Geschicklichkeit entscheiden. Wie cool ist das denn? Es gibt noch einiges mehr, das man über Waffen sagen kann. Aber das verschieben wir auf ein anderes passendes Video. Bevor ich ins nächste Video weiterwandere, möchte ich euch kurz noch die improvisierte Waffe von unseren Barbaren erklären. Manchmal haben Charaktere keine Waffe oder, wie in unserem Fall, keine Lust, ihre richtige Waffe zu benutzen. Dann muss einfach mit allem angegriffen werden, was zur Hand ist. Yeah! Eine improvisierte Waffe kann fast alles sein, was du mit einer oder zwei Händen führen kannst. Wie zum Beispiel eine Glasscherbe, ein Tischbein oder eine Bratpfanne. Oft ähnelt eine improvisierte Waffe einer tatsächlichen Waffe und kann als solche behandelt werden. Ein Tischbein ist beispielsweise mit einer Keule vergleichbar. Eine Glasscherbe könnte quasi auch ein Dolch sein. Der DM kann entscheiden, ob ein Charakter mit einer Waffe so vertraut ist, dass er einen ähnlichen Gegenstand genauso gut führen kann, als wäre es genau diese vertraute Waffe. In dem Fall kann er seinen gewohnten Fähigkeitsbonus nutzen. Ein Objekt, das wiederum keine Ähnlichkeit mit einer Waffe hat, verursacht grundsätzlich mal 1W4 Schaden. Der DM wiederum weist dem Objekt eine dem Objekt entsprechende Schadensart zu. Also kein Problem für unseren Barbaren, der haut einfach drauf wie immer. Mit welcher Waffe haust du denn am liebsten drauf? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Und wenn du mehr über D&D lernen willst, abonnier doch gerne den Kanal und klick hier und da geht's einfach direkt weiter.
und wir sehen uns an der nächsten Wanderkreuzung wieder.